Hallo und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Also das sind hier sehr wahrscheinlich die, die da hinter der Tür stehen, die hier irgendwelche komischen Sachen nur vor sich hin murmeln. Ja. Dann schauen wir mal. Gucken wir mal, was da guckt. Noch hat man uns anscheinend nicht gesehen. Wo ist der Kerl, der hier rumgecastet hat? Nicht mehr da. Ich war irritiert und abgelenkt, weil ich hier irgendwie trinken muss und die 9 ist irgendwie auf meiner Maus extrem blöd zu erreichen. Ja, dann hier. Ist das der Weg zur Haupthalle? Früher sah das irgendwie anders aus. Ja, hat halt hier irgendwie umdekoriert. Deswegen, ich bin mir ja jetzt auch nicht so ganz sicher. Ich glaube, hier war das mit, wo wir durchkamen? Nee. Rote Myriumscheibe. Was in Andrastes Namen ist das? Passt gut darauf auf. Ich möchte es mir später genauer ansehen. Ja, es ist ja gut. Ich passe schon drauf auf. Keine Angst. So, wir sollen Myriumscherben finden und irgendwie hier rein. Können wir? Beim Atem des Erbauers. Wo hat Alexius denn die aufgetrieben? Und wie hat er sie überhaupt hier reinbekommen? Können wir sie öffnen? Vielleicht, aber sie sieht ziemlich stabil aus. Verzweifelt und wahnsinnig ist er eigentlich. Wie auch immer, er muss etwas essen, also müssen seine Diener auch irgendwie hindurchkommen. Sehen wir uns um. Ach so, wahrscheinlich braucht man hier diese 5 Scherben, um das Ding hier aufzukriegen. Ja. Gut, dann brauchen wir die blöden Scherben. Lalalala. Scherben. Okay, da ist noch so ein Vorratsdingsi. Dann wissen wir da mal Bescheid. Bling, bling. Versucht, den Verzauberer auszuschalten. Sie dürfen nicht die Treppe raufkommen! Zu spät. Auch eins übergebraten. So, du kannst jetzt hier von mir aus auch was trinken. Hättest du ja auch gerade selbstständig machen können. So viel Zeit hättest du gehabt. Aha. Der hatte die 2. Ist hier irgendwas Cooles? So, deswegen meinte er, könnte er sich was zu lesen mitnehmen. Wir sind hier irgendwie in der Bibliothek. Naja, viel zu lesen ist hier auch nicht. Aha.
finde auf jeden Fall jede Menge Pläne. Haben wir irgendwas von wegen... was hier passiert ist oder wie wir hier weiterkommen? Anscheinend nicht. Wir sind von da gekommen, das heißt, hier war lang weiter. Da kommen wir nicht rein, oder? Moment, lass mich mal kurz gucken, Mädels. Nee. Was ist hier passiert? Findet Alexios, das ist alles, was zählt. Ja, ja. Da kommen wir auch nicht durch. Sie haben uns nicht gesehen. Wir könnten sie überraschen. Könnten wir? Weiß halt nicht, ob wir können. Ich weiß ja nicht, wer da alles ist. Bogenschütze. Da? Ne, es sind zwei mit dem Buch. Ey, hallo. Einer weniger. So. Tut mir leid, wenn wir euch beim Essen gestört haben. Irgendwo durchgehämmert. Ja, das ist der Scherbenknilch. Da wird auch hier irgendwie hier hoch, aber ja, wenn man selber nicht Fernkämpfer ist, ist es ein bisschen blöd. Haben wir denn hier irgendwas? Ne, anscheinend nicht. Kann ich mal hier was zu essen? Also auch ein armer Haushalt hier. Noch was zu essen haben wir hier. Weiß, aber will aber nicht so genau wissen, was es ist. Ja. Irgendwie eklig. So. Aha. Sarah? Kriegsstadt Uff? Hier, das Weinlager, das ist doch gut. So. Im Notfall können wir da uns durchhämmern. Oder mach mal. Bin ich jetzt weggeportet? Drecksack. So, dann haben wir den hier auch. Aha, da können wir uns auch durchprügeln. Wir machen uns hier eigene Eingänge. Das ist super. Deswegen ist auch gar nicht auffällig. Studien zur Verderbnis. An den Gefangenen, die der Verderbnis ausgesetzt wurden, ist kein unterscheidbares Muster bemerkbar. Der Krankheitsverlauf folgt keinem festen Ablauf. Einige sterben trotz aller Mühen binnen Stunden. Andere zeigen überhaupt keine Symptome. Es gibt vielleicht so etwas wie eine natürliche Immunität, weshalb Isolation und weitere Tests oberste Priorität haben. Neuer Eintrag. 6 weitere Versuchspersonen sind gestorben. Bluttransfusionen von resistenten Gefangenen verlangsamen die Verderbtheit nur minimal. Gesundes Fleisch aus lebenden Versuchspersonen, das bei Infizierten implantiert wird, stirbt oft schon ab, bevor die Verderbtheit es erreicht. Verläuft die Implantation erfolgreich, verbreitet sich die Verderbtheit im Spenderfleisch schneller als im Wirtsfleisch. Die gefangene Liliana war bislang die nützlichste Quelle für resistentes
Blut und Haut. Aha, also das sind keine Verbrennungen in ihrem Gesicht, sondern der hat man die Haut da abgezogen und dann den anderen hier implantiert. Hm. Das ist auch nicht so schön. So. Komm. So, wo ist der zweite? Ach, der rennt hier durch die Mauer. Okay. Den hast du dann zerrissen. Wunderbar. Kein Ping, kein Plang, kein gar nichts. Okay, ja. Ja, ja. So, das ist der andere Raum, von dem wir kamen. Und das ist der. Aha. Sarah, du musst da wieder ran. Schau mir das hier aus der Entfernung an, wie immer. Supi, danke. Ist sie da auch nicht einfach mal irgendwie einen Schritt schneller geht oder irgendwie auf Seite oder sonst irgendwie was? Nö, sie schlendert da mal ganz gemütlich rein. So, ja, viel Platz haben wir nicht mehr. Und hier ist noch ein Vorratslager. Na komm, der... Was soll der Geiz? Hat's auch was? Alle anderen sind fit. Gut. Hm, wo kommen wir denn jetzt hier lang? Also irgendwo von woher wir kamen. Alles klar. Dann hier wieder raus. Ist aber schon ziemlich groß hier alles. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt hier so so lange rumirren. Na gut, ich könnte natürlich hier auch einfach nur die Questteile hier abgehen. Aber wir wollen ja auch ein bisschen hier looten und so. Und hoffen, dass wir noch irgendwie was zum Lesen finden. Weil das war ja dann doch schon ein bisschen interessant. Zumindest da, was Liliana angeht. Plan erhalten, meisterhafte Wellenklinge. Hm. Ja, schauen wir mal, wenn wir wieder in unserer Zeitlinie sind. Wie groß ist der Schaden, den Alexios Zauber angerichtet hat? Ganz Südthedas wurde von Rissen in Schutt und Asche gelegt. Und hier hat es begonnen. Ob das allerdings sein Werk war oder eine Folge der Bresche, wer weiß. Okay. So, hier baumeln die Leute von der Decke. Hier gibt es noch ein Vorratslager, aber wir haben ja gerade erst aufgeladen. Ja. Sind wir jetzt wieder da, von woher wir kamen? Verdammte Axt. Ach, hier ist noch eine Tür. Ja, zu spät. Na? Sieht nicht so aus, als hätte der Älteste große Lust, seine Anhänger zu retten. Okay, das war die letzte Scherbe. Lasst uns zur Haupthalle zurückkehren. Ich denke, ich weiß jetzt, wie wir die Tür aufbekommen.
Naja, das weiß ich auch. Das weiß ich schon, seit ich da an der Tür rumgestanden, rumgefummelt habe. Auch hier für Fernkämpfer, für reine Fernkämpfer wäre das hier bestimmt auch ganz nützlich gewesen. Das ist nur das da. Ja. Okay, dann haben wir noch hier ein Trüchen. Aber sonst nichts weiter. Okay, dann können wir... Können wir hier nochmal... Wo war denn das jetzt? Nochmal kurz nachfassen? Das ist jetzt blöd, wo war denn das? War das hier? Ja, hier. Gluck. 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 Achso, haben aufgestockt. So, jetzt können wir die Tür aufmachen. Machen wir. Wird vielleicht die Folge etwas länger, aber jetzt abzubrechen wäre jetzt auch ein bisschen blöd. So, blub. Da wird's einfach so reingesetzt. Naja, ein bisschen enttäuschend. Servus. Nein, bringen wir es zu Ende. Ich hoffe, euch hier zu finden. Ich hatte schon Angst, ich müsste das gesamte Schloss nach euch absuchen, Alexios. Was wir nicht gemacht haben. Es gibt nichts mehr, wohin ich noch fliehen könnte. Ich wusste, ihr würdet wieder auftauchen. Nicht, dass es jetzt sein würde. Doch ich wusste, ich hatte euch nicht vernichtet. Es war mein letzter Fehler. War es das wert? Alles, was ihr der Welt angetan habt? Was ihr euch selbst angetan habt? Aber das spielt nun keine Rolle mehr. Alles, was wir noch tun können, ist auf das Ende zu warten. Und ich werde es ungeschehen machen. Gebt uns das Amulett. Wie oft habe ich das schon versucht? Man kann die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Alles, wofür ich gekämpft habe. Alles, was ich verraten habe. Und was hat es mir gebracht? Verderben und Tod. Weiter nichts. Der Älteste vernichtet uns. Mich. Euch. Uns alle. Felix! Das ist Felix. Beim Atem des Erbauers. Alexios, was habt ihr getan? Er wäre gestorben, Dorian. Ich habe ihn gerettet. Bitte. Ja, okay. Tut meinem Sohn nichts an. Ich mache alles, was er verlangt. Ich bin immer noch nicht so ganz sicher, was dem Felix da überhaupt zugestoßen ist. Warum der zwingend gerettet werden muss. Warum der krank war. Keine Ahnung. Gewährt ihn in meinem gnädigen Tod. Gebt uns das Amulett. Gebt uns das Amulett und wir lassen euren Sohn gehen. Lasst ihn frei und ihr bekommt alles, was ihr wollt. Ich will die Welt zurück. Okay. Nein! Das hätten wir doch auch ausdiskutieren können. Okay, den können wir nicht ziehen. Wir haben beide versagt. Akzeptiert euren Tod, genau wie ich es getan habe.
So, wir können hier Risse schließen, okay? Wo ist er hin? Euer Tod wird meine Abbitte sein! Eure Bemühungen sind nicht gut! Diese Welt ist nicht verloren! Huch! Ah, nein, die hässlichen Viecher hier. So, noch was? Achso, wir können zumachen. Zumachen. Hättet ihr auch schon mal hier auf ihn drauf gehen können, oder? So hin. So, kloppen dann noch ein bisschen weich. Ja. Schläge auf den Hinterkopf und so weiter. Ah ja. Nu? Er wollte sterben, nicht wahr? All die Lügen, die er sich selbst erzählt hat. Die Rechtfertigungen. Er hat Felix schon vor langer Zeit verloren. Und hat es nicht einmal bemerkt. Oh, Alexios. Ja, wir können ihm noch helfen. Muss schwer für euch sein. Weiß der Geier? Für diesen Alexios kam jede Hilfe zu spät. Aber vielleicht können wir den Alexios in unserer Zeit noch zur Vernunft bringen. Ja, vielleicht. Das ist dasselbe Amulett, das er verwendet hat. Und ich denke, es ist auch jenes, das wir in Minrathis erschaffen haben. Das zumindest ist beruhigend. Gebt mir eine Stunde, um den Zauber, den er gewirkt hat, zu verstehen. Eine Stunde? So viel Zeit haben wir nicht. Dann sollte ich in der Lage sein, den Riss wieder zu öffnen. Eine Stunde? Das ist unmöglich. Ihr müsst sofort hier weg. Sag ich ja. Oh, Scheiße! Scheiße! So haben sie gesiegt! So hat es gesiegt! Wenn sie es ungeschehen machen können, kämpfe ich. Wir kämpfen! Ja, wir werden unser Bestes geben. Aber wir müssen alle hier weg. Wenn ihr bleibt, werdet ihr sterben. Vergesst nicht. Wir überleben nur, wenn dieser Tag niemals kommt. Sagten die Pfeile. Wirkt den Zauber. Ihr habt so viel Zeit, wie ich Pfeile habe. Mhm. Zur Not kannst du ja welche irgendwie bei Sarah leihen. Ob schon die Finsternis naht, wird die Flamme mich schützen. Andraste, leite mich. Möge mich der Erbauer an seiner Seite willkommen heißen. Rührt euch nicht vom Fleck, oder wir werden alle sterben! So, ja. Da müsst ihr euch schon etwas Besseres einfallen lassen. Nee. Gebt jeglichen Anspruch auf Radcliffe auf und wir lassen euch am Leben. Ihr habt gewonnen.
Es gibt keinen Grund, diese Farce weiter in die Länge zu ziehen. Felix? Mach dir keine Sorgen, Vater. Aber du wirst sterben. Wir alle sterben irgendwann. Ja, aber wieso? Weshalb? Es wäre hilfreich, das zu wissen. Vielleicht können wir helfen. Nun, ich für meinen Teil bin froh, dass es vorbei ist. Ich auch. Nani? Oder auch nicht. Ja. Großverzauberin, wir würden uns mit euch gerne über euren Missbrauch unserer Gastfreundschaft unterhalten. Eure Majestäten. Als wir den Magiern Zuflucht gewährt haben, gaben wir ihnen nicht das Recht, unsere Untertanen aus ihren Häusern zu vertreiben. König Alistair, Königin Anora, ich versichere euch, wir hatten nie die Absicht. Angesichts eurer Taten reichen gute Absichten allein nicht länger aus. Ihr und eure Anhänger seid hier nicht länger erwünscht. Verlasst Ferelden, oder wir werden euch dazu zwingen. Aber unter uns sind Hunderte, die Schutz benötigen. Wohin sollen wir gehen? Ja, könnten wir bei uns hier einquartieren. Die Inquisition wäre womöglich bereit, die Magier aufzunehmen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Übereinkunft? Sie sind hoffentlich besser als die von Alexios. Die Inquisition ist doch besser, oder? Ich schlage vor, sie in die Pflicht zu nehmen. Sie haben gezeigt, was sie anstellen, wenn man ihnen zu viele Freiheiten lässt. Nach dem hier? Steckt sie in einen Turm. Uns bleibt offensichtlich keine andere Wahl, als das anzunehmen, was auch immer ihr uns anbietet. Ihr seid verbündete Gefangene, weiß ich nicht, das wäre ein bisschen blöd. So. Es wäre uns eine Ehre, euch als Verbündete an der Seite der Inquisition zu wissen. Darüber reden wir noch. Ja. Später. Dann hoffe ich, dass sich der Rest der Inquisition ebenfalls an euer Versprechen hält. Die Bresche ist eine Gefahr für ganz Thedas. Wir können es uns nicht leisten, jetzt uneins zu sein. Ohne euch können wir den Kampf gegen sie nicht aufnehmen. Wenn wir Hoffnung auf Erfolg haben wollen, brauchen wir eure volle Unterstützung. Das ist ein großzügiges Angebot. Und ich bezweifle, dass wir euch ein besseres machen werden. Wir akzeptieren. Es wäre verrückt, wenn wir es nicht täten. Jupp. Ich werde meine Leute versammeln und dafür sorgen, dass sie für die Reise nach Haven bereit sind. Wir werden die Bresche schließen. Ihr werdet es nicht bereuen, uns diese Chance gegeben zu haben. Ja, also alle Leute waren jetzt dagegen. Och, Menno. So. Aber ich denke, mal gucken, was jetzt hier noch passiert. Weil eigentlich muss ich ja hier die Folge Schluss machen. Es hat ja schon gepiepst und wir überziehen hier gerade. Ja, dann haben wir jetzt die Magier. Sie als Gefangene, weiß ich nicht. Die haben ja schon ihre Freiheit verdient, auch wenn sie da so ein paar, die mit ihren magischen Fähigkeiten nicht so klarkommen, dann am Anfang ein bisschen durchzudrehen. Aber hey. Macht er jetzt auch nichts. Deswegen besser, als sie irgendwie wegzusperren, weil nützen wird es ja auch nichts. Würden ja trotzdem durchdrehen. Vielleicht sogar irgendwie in Gefangenschaft. Eher als wenn sie frei sind. Meine Meinung. Außerdem brauchen wir hier irgendwie jeden Mann und jede Frau, die wir hier, die sich da irgendwie dazu bereit erklärt, da irgendwie mitzumachen. Da gibt es nichts zu diskutieren. Es wird unter den Magiern Abscheulichkeiten geben und darauf müssen wir vorbereitet sein. Wenn wir unsere Bündniszusage zurücknehmen, lässt es die Inquisition im besten Falle unfähig und im schlimmsten Falle tyrannisch erscheinen. Was habt ihr euch dabei gedacht, die Magier ohne Aufsicht von der Leine zu lassen? Der Schleier ist zerrissen. Verdient doch ihre Freiheit. Sie sind keine Monster. Sie sind wie alle anderen und verdienen denselben Respekt. Es geht hier nicht um Respekt. Unter den gegenwärtigen Umständen können selbst die stärksten Magier von Dämonen überwältigt werden. Ihr wart doch dort, Sucherin.
Warum seid ihr nicht eingeschritten? Sie wollte. Mag sein, dass ich diese Entscheidung nicht gänzlich gutheiße, aber ich unterstütze sie. Sinn und Zweck der Mission des Herolds war es, uns die Hilfe der Magier zu sichern. Und dieses Ziel wurde erreicht. Da spricht die Stimme des Pragmatismus. Zu schade, ich hatte langsam Gefallen an euren endlosen Diskussionen gefunden. Wir müssen die Bresche schließen. Das ist das Einzige, was zählt. Ja. Ich sah, was uns geschieht, ne? Ich habe einen Vorgeschmack auf das erhalten, was geschieht, wenn wir scheitern. Sorgen wir dafür, dass es nicht dazu kommt. Wir werden nicht scheitern. Wir sollten den Dingen, die ihr in dieser dunklen Zukunft gesehen habt, auf den Grund gehen. Kaiserin Selene wird ermordet? Es gibt eine Dämonenarmee? Das klingt nach etwas, das ein Kult aus Tevinter tun würde. Orlais fällt, das Reich steigt auf und überall herrscht Chaos. Eine Schlacht nach der anderen. Es wird Zeit brauchen, unsere Truppen und die Magier zu organisieren. Besprechen wir das im Ratsraum. Warum schließt ihr euch uns nicht an? Ohne euer Mahl ist alles andere ohnehin bedeutungslos. Ja, ich wäre mir eine Ehre, ja. Ich danke euch. Es wäre mir eine Ehre, euch bei der Ausarbeitung eines Planes behilflich zu sein. Trefft euch dort mit uns, sobald ihr bereit seid. Mhm. Ich werde den Kriegsrat schwänzen, aber wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich mir diese Bresche gern aus der Nähe ansehen. Heißt das, ihr bleibt hier? Oh, hatte ich das nicht erwähnt? Der Süden ist so zauberhaft und urig. Ich genieße es, hier zu sein. Okay. Was? Was ich anschließen? Ja, komm. Es gibt niemanden, mit dem ich lieber in der Zeit stranden würde, egal ob in der Zukunft oder der Gegenwart. Eine ausgezeichnete Wahl. Lasst uns dennoch versuchen, in nächster Zeit nicht wieder irgendwo zu stranden, ja? Ich beginne mit den Vorbereitungen für den Marsch auf den Gipfel. So der Erbauer will, werden die Magier genügen, um uns den Sieg zu schenken. So, können wir jetzt irgendwie die Folge beenden? Ja, wunderbar, supi. Gut, dann machen wir hier auch direkt Schluss. Bis zum nächsten Mal.